So, heute zeige ich euch, wie wir leckere, cremige, würzige Mac and Cheese machen. Und zwar nicht nur, wie es in den USA gemacht wird, sondern genauso, wie wir es im Gulla machen. Rezept schreibe ich euch übrigens in die Beschreibung. An der Stelle viele Grüße an den Daniel. Ist ein Stammgast hier, hat sich eigentlich dafür ausgesprochen, dass ich überhaupt kein Rezept der Mac and Cheese mache, weil er Angst hat, dass seine ganze Familie dann in kürzester Zeit zunimmt, ohne Ende. Aber Daniel, da kann ich jetzt gar keine Rücksicht drauf nehmen. Du kriegst jetzt hier das Original Gulla Mac and Cheese Rezept und ich bin mir sicher, du probierst zu Hause aus und wirst deinen Spaß dran haben. So, jetzt erstmal zu den Zutaten, die wir für ein Mac and Cheese brauchen, aber bevor wir uns darum kümmern, Mac and Cheese, typisch amerikanische Beilage, klebrige, fettige, leckere, schmatzige Käsesoße und natürlich in normalerweise Elbow Macaroni. Das, was wir als Macaroni kennen, ist ein Unterschied. Die Amis nennen alles, was ein Loch hat und länglich ist, eine Macaroni. Deswegen. Wir nehmen tatsächlich keine Elbow-Macaroni, sondern Spiral-Macaroni. Das hat damit zu tun, dass ich die persönlich lieber mag. Könnt ihr aber eigentlich alles Mögliche nehmen. Ihr könnt auch Penne nehmen oder sonst irgendwas. Funktioniert alles. So, dann zum Käse. Und da haben wir tatsächlich einen wichtigen Punkt. Die meisten Leute kennen den Cheddar in den Mac and Cheese. Wir nehmen dazu noch für den Geschmack einen relativ jungen Gouda. Und damit er die Fäden zieht, noch einen Mozzarella. Was wichtig ist, auf keinen Fall könnt ihr geriebenen Käse benutzen, weil geriebener Käse hat immer ein Trennmittel dabei. Das heißt, der geriebene Käse wird dann nachher mit einem Stärkepulver bestreut, damit die einzelnen Fäden nicht aneinander kleben. Und die wollen wir eigentlich gar nicht in unserem Essen drin haben. Deswegen reiben wir unseren Käse selbst. Wir machen eine Bechamel dazu. Dazu brauchen wir Butter. Ich habe jetzt mal ganz lässig bei mir einfach schnell aus dem Lager geholt Sahne und Milch. Für die Bechamel natürlich etwas Mehl. An Gewürzen ist es so, wir nehmen Knoblauch, Zwiebeln, die habe ich jetzt leider Gottes vertauscht gerade. Hier sind sie. Wir nehmen natürlich Pfeffer dazu, weil wir immer unsere texanische Pfeffernote drin haben wollen. Wir nehmen etwas Cayenne. Ich mag es, wenn es so einen leichten, scharfen Abgang hinten raus hat. Und anstatt Salz wollen wir ein bisschen mehr Geschmack reinbringen. Deswegen salzen wir mit einer Sojasauce und einem ganz kleinen bisschen Hühnerbrühe. Das gibt einfach dem Ganzen nochmal mehr Volumen. Ich würde sagen, wir fangen an, Nudeln zu kochen. Dann machen wir eine Bechamel. Da drin wird der geriebene Käse, den ich jetzt erstmal reiben muss, wird dann da drin geschmolzen. Und dann wird das Ganze mit den Nudeln zusammengebracht. Und das wird so lecker. Und das ist eine super geile Sättigungsbeilage. So, ich fange an mit dem Cheddar. Ist ein normaler irischer Cheddar, wie wir ihn hier kriegen. Übrigens, diese schöne gelbe Farbe kommt nicht daher, dass der ewig lang gereift hat. Das schafft die Industrie heute leider nicht mehr. Um ehrlich zu sein, wir wollen ein Produkt haben, wie es in den USA auch benutzt wird. Das heißt, die gelbe Farbe wird mit Kurkuma, da wird getrickst in der Lebensmittelindustrie. Das heißt, wenn ihr einen weißen Cheddar habt und ihr wollt eure Mac and Cheese ein bisschen gelblicher haben, könnt ihr selber auch mit Kurkuma tricksen. Müsst aber ein bisschen sparsam damit umgehen, weil auch Kurkuma einen Eigengeschmack hat. Und vor allem müsst ihr vorsichtig sein, so wie ihr Kurkuma anfasst oder an irgendwelches Plastikgeschirr damit kommt. Das kriegt ihr nie wieder sauber. Zu den Verhältnissen. Ich nehme in den Teilen 2:1:1 den Käse, also zwei Teile Cheddar, ein Teil Gouda, ein Teil Mozzarella. Das genaue Rezept machen wir einfach unten in die Beschreibung wieder, oder? Ja, hört sich gut an. Hört sich gut an. Salut. Dann sehen wir uns in der Küche. Ich reibe hier erstmal noch ein bisschen. Wir fangen an mit unserer Bechamel für die Mac and Cheese. Dafür brauche ich Butter. Die schmelzen wir und dann brauchen wir einen Schneebesen. Und werden da Mehl reingeben. Und auch da müssen wir drauf achten, wir wollen ja nicht, dass unsere Bechamel nachher nach Mehl schmeckt. Das heißt, das muss tatsächlich ein bisschen geröstet werden. Das können wir schon mal reingeben. So, wie man sieht, habe ich eine relativ hohe Hitze da drin im Moment. Das heißt, das darf man nicht allein stehen lassen. Da muss man nebendran stehen und das ständig rühren, weil das sonst an den Rändern anbrennt. Und dafür ist übrigens auch dieser Haken unten an den Schneebesen, dass man in die Ecken kommt. Die Nudeln habe ich schon vorgekocht. Jetzt holen wir uns ein bisschen Milch und ein bisschen Sahne. So. Jetzt löschen wir das ab. Und dann müssen wir gucken, dass wir das einigermaßen zügig machen.
Und dann müssen wir das ordentlich klumpenfrei rühren. Wenn das gleich angezogen hat, kriegen wir es schön klumpenfrei gerührt. Im Zweifelsfall nehmen wir einen Stabmixer. Denn gilt immer noch, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. So, jetzt kommt noch Sahne dazu. Verhältnis Sahne zu Milch ist in etwa 1:1. Und wie gesagt, gleichmäßig rühren, weil die Geschichte brennt relativ schnell an. Wie geht es nochmal zu 8? Da wird jetzt nichts zu 8 geschlagen. Warum? Die Unterarme hast du nicht. So, dann fangen wir mal an zu würzen. Ein bisschen Knoblauchpulver rein. Dann ein bisschen Zwiebelpulver rein. Ein ganz kleines bisschen Cayennepfeffer, damit wir hinten ein bisschen einen scharfen Abgang haben. Bunten Pfeffer machen wir ein bisschen rein. Auch wieder geschrotet, typisch texanisch. Ja, jetzt kommt ein bisschen Hühnerbrühe dazu, zum Salzen. Da machen wir jetzt auch noch einen Schuss rein. Sojasauce, ist das eigentlich konventionell bei Mac and Cheese oder ist das eine spezielle Art von Robert? Nee, das ist tatsächlich in einigen Haushalten in den USA üblich und auch in einigen Restaurants. Das heißt, wir haben jetzt unsere Bechamel fertig, die können wir jetzt mal probieren. Man fehlt nur noch der Käse, oder? Und dann machen wir den Käse dazu. Jawohl. Boah, zeig mal her, wie viel Käse das ist. Das ist echt wuchtig, ne? Ja, es ist ja auch eine Sättigungsbeilage. Und den müssen wir peu à peu unterrühren, sonst schmelzen wir den nicht richtig. Was richtig geil ist, sollte man zu besonderen Anlässen genießen. So, alles rein. Ich würde sagen, das ist käsig. Das ist käsig. Im Endeffekt verrührst du das jetzt und dann kommen unsere Nudeln dazu, oder? Genau. Wenn wir unser Mac and Cheese fürs Restaurant machen, dann kochen wir uns Nudeln und geben diese Bechamel dazu und das wird dann in Schälchen serviert. Für euch zu Hause als kleiner Tipp, wenn ihr ein Gartenfest habt, ihr wollt es nicht machen an dem Tag, an dem ihr eigentlich am Grill steht, könnt ihr super vorbereiten. Nehmt euch eine Auflaufform und mischt dann Nudeln und Bechamel dort zusammen und wenn ihr Bock habt, stellt ihr das so in den Kühlschrank, am nächsten Tag auspacken, also Frischhaltefolie drauf und dann auspacken. Und dann könnt ihr das mit frischem Cheddar gratinieren, also Cheddar gerieben drüber, in den Backofen. Und dann habt ihr da noch so eine schöne Cheddar-Knusper-Käseschicht drauf. Aber ich packe mir jetzt ein Schälchen mit Mac and Cheese raus, probiere gleich mal und dann sehen wir uns. So, und jetzt haben wir hier unsere cremigen Mac and Cheese. Schau mal, wie die Fäden ziehen. Mm. Super. Ich esse jetzt erstmal, aber demnächst gibt es ein weiteres Video. Wenn ihr Fragen zu dem Rezept habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch guten Appetit, haut rein.